Mahlzeit, Freunde! Na, ausgezeichnet! Da setzt man sich ins Auto, fährt aufs Land in der Hoffnung auf Schnee. Und dann hat es da die letzten Tage geregnet. Der ganze Schnee ist so gut wie weg. Ein paar Reste haben wir noch. Ja, kann man nichts machen, wird es keine Wintertour. Wird es wieder mal so eine halbe Wintertour. Aber egal, wir werden so einen Spaß haben. Ja, ich habe ziemlich viel mit. Es ist ein bisschen eine Trainingsrunde heute. Mein Rucksack, ich schätze einmal so 10 bis 12 Kilo. Ja, es geht bergauf, bergauf und genau, bergauf. Und somit verplempern wir jetzt nicht großartig Zeit, oder, sondern gehen weiter und suchen uns einen schönen Platz. Auf geht's! Ja, ich bin jetzt circa eine Stunde unterwegs gewesen, doch ein schwerlicher Aufstieg, ja. Und da machen wir jetzt Pause, das heißt, ich werde jetzt da ein Lager aufbauen, dann schalte ich wieder dazu und dann haben wir eine kleine Herausforderung, trockenes Holz finden, weil wie gesagt, es hat die letzten Tage nur geregnet, aber das werden wir einbringen. Aber jetzt machen wir sich einmal ein Lager und dann schaut es wieder dabei. So, mein Tab ist soweit gespannt, das ist das Pascha und jetzt machen wir mal einen kleinen Überflug da. Heute wieder, naja, wie immer, der beste Bushcraft-Rucksack der Welt. Das Manian Tiger Mission Pack Mark 1. Also die erste Version. Gibt es ja mittlerweile eine zweite mit dem Lasercut, aber die überzeugt mich irgendwie nicht so. Dann natürlich die BW-Faltmatte zum Draufsitzen. Meine kleine Fressbeutel. Mein Tatanka Sherpa-Bot. Meine Kuxa und gehen dort jetzt einfach so einfache Suppe, eine warme Suppe, ist gut bei den Temperaturen. Ja, okay, Wasserflaschen. Und machen dann wir das Ganze auf der Bushbox XL. Ja, erste Herausforderung ist aber das trockene Holz. Und da mache ich mich jetzt einmal auf die Suche. Ja, innen das Kernholz scheint relativ trocken zu sein, außen die Rinden, die ist noch recht feucht, aber seht ihr, die Schnitze einfach so grob ein wenig, aber das ist nicht so tragisch, geht eh gut, aber und dann spalten sie es her und dann passt es schon wieder. Hoppala! Wunderschön. Eigentlich viel zu schön zum Verhatzen. Ja, Holz ist gemacht. Ich würde sagen, wir starten mal den Hobo. Dazu habe ich dann meinen kleinen Spezialzünder. Das sind da so Grillanzünder in Watte eingewickelt und dann einfach mit einer normalen Schnur halt zusammengebunden. Dann nehmen wir zwei Stück. Ja, also einer brennt circa alleine, ja, so um die 6 Minuten ungefähr. Aber mit den zwei bringe ich es eh locker an. Sonst habe ich immer noch Backup da herinnen, Kienspan und so einen absoluten Notfallzünder habe ich da auch mehr herinnen, der ist so verpackt leider, gell. Und ja, wenn wirklich gar nichts geht, also den kennt ihr noch so zünden, der funktioniert immer. Brennt auch circa 5 Minuten die Tabletten. Und dann passt es auch im Notfall.
Ein schon der Spaß. Eine zum zweiten Kollegen. Dann legen wir da das tote Reisig rein. Ja, das ist ja noch ein bisschen feucht, ist noch außen, aber das wird sich gleich erledigt haben. Das schafft die Bushbox locker. Weil wenn die mal in Fahrt ist, dann hält es nichts mehr auf. Der kleinen Starthilfe da von den Grillanzünder sowieso kein Thema. Ja, gekocht wird in mein Tatonka Sherpa-Bot. Der hat schon so einiges überstanden. Ein treuer Kamerad. Topf mit Deckel, Fassungsvermögen 1 Liter. Also eigentlich ausreichend. Aber keine Ahnung, da innen, da hat sich irgendwas einmal anbrannt. Aber oder durchgeschmort von außen. Ich kann es nicht sagen, was das war. Whatever. Kein Beinbruch. Und dazu gibt es jetzt eine Thai-Suppe. Ich kenne die nicht, mit Hühnerfleisch und Gemüse. Mal schauen. Ja, passt. Braucht man nur aufwärmen. Ihr erwartet natürlich. Auf geht's. Oh, schaut aber nicht so geschmackig aus. Weil wenn es schmeckt, dann passt es ja. Ja. Ist erlaubt da heraus, oder? Dosenfutter. Ich meine, frisch gekocht schmeckt es natürlich immer besser, aber dadurch, dass ich heute wirklich einen Kilometer mache, freut es mich gar nicht großartig, dass ich da viel koche. Sondern wir schauen einfach, dass der Spaß da gut anzieht. Das schaut schon nicht so schlecht aus. Sagen wir, legen mal ein paar größere Sticker rein. Und dann. Fangen wir an. Ja, und Gas schon voll an. Also wirklich Bushbox XL. Wahnsinnsgerät. Ja, es köchelt schon. Ich habe mir wieder mal viel zu viel Holz gemacht. Das bisschen, was jetzt gerade eingeworfen hat, reicht vollkommen. Jetzt habe ich dann nur so einen Haufen liegen. Aber Lagerfeuer-Feeling, wenn wir es schon genießen, wenn es schon so weit ist. Ne? Deswegen würde ich sagen, können wir ruhig noch ein bisschen einwerfen, wenn wir schon da sind. In der Gemütlichkeit. Dann habt es mal durch. Ja. Mahlzeit! Hm? Gar nicht so schlecht, wirklich, gar nicht so schlecht. Sogar ziemlich gut, Wahnsinn! Ja, muss ich mal merken, werde ich mal wieder mal mitnehmen. Ist halt im Anschleppen ein bisschen schwerer, weil die Flüssigkeit schon enthalten ist. Aber wenn ich jetzt Backelsuppen mitnehmen und das Wasser dazu mitnehmen muss, gleicht sie sich unterm Strich wieder aus. Und ja, ein bisschen tragen, schaut nicht. Seht ihr das? Die zirkt und zirkt und zirkt. Ich habe noch genau zwei Hobos jetzt. Nämlich die Bushbox XL und den Savotta Happy Stuff. Aber der Savotta, der Happy Stuff, der macht mich nicht so wirklich happy. Da fällt nämlich der zweite Boden drinnen. Der zirkt nicht von unten. Ja? Das ist nur so eine Kammer. Aber es kommt keine Luft von unten gut dazu. Und deswegen nehme ich den eigentlich auch nie. Aber also, wenn du die Bushbox XL hast, dann brauchst du wirklich nichts anderes. Das ist groß, großer Brennraum und ich meine, Lagerfeuer-Feeling pur. Du kannst da locker dich dabei wärmen. Und du hast eine sichere Angelegenheit. Ich habe mir das auf einen Stang gelegt. Das pfeift. Da los, wirklich. Bushbox XL. Alle Daumen hoch. Ja,
können wir sie nebenbei gleich schon mal das Wasser fürs Kaffeescherl warm machen, würde ich sagen, oder? Jetzt habe ich Holz nachgelegt, jetzt geht das Feuer ein bisschen runter, aber braucht mich nicht darum kümmern. Das ist auch so ein weiterer Vorteil. Ja. Bei anderen, beim Happy Stove zum Beispiel, man muss da jetzt unten reinblasen, damit das Feuer wieder angefacht wird. Bei der Pushbox, jetzt warte ich 3 Minuten, dann geht es wieder. Kein Problem. Ausgezeichnet. Und Gas schon wieder. Unglaublich. Und schon fertig. Lassen wir ein bisschen auskühlen. In der Zwischenzeit werde ich meinen Topf auswaschen. Das heißt, ich gebe da einfach einen Schluck Wasser rein. Herrlich. Ausschwemmen. Und kurz nochmal aufkochen. Dann lasst sich da mit ein paar Blättern oder was schön auswischen, aber das ist jetzt eh nicht großartig anbrennt bei einer Suppe. In dem Sinne, Prost! Da lacht das Herz auf. Schaut einmal, wie viel Holz da noch übrig geblieben ist. Ja. Was ich jetzt verbraucht habe, quasi nichts, weil das Ding einfach geht. Und da drunter, da, das ist überblieben. Nimmer wirklich viel. Ich habe jetzt gerade noch eine Idee gehabt, wenn man gedacht, wenn wir jetzt schon draußen sind oder, und in der vollen Wintermontur, dann stelle ich noch schnell mal meine Kleidung vor. Ein paar neue Sachen dabei, ich habe es jetzt schon ein paar Mal angehabt und ich bin hochzufrieden so jetzt mit der Kombi und wie die ausschaut, das zeige ich euch jetzt. Fangen wir einfach einmal unten an. Da ist ein Lowa Bergschuh, Vollleder, ja, Nupukleder, innen Gore-Tex, der ist eher so für hochalpines Gelände, aber den habe ich fast das ganze Jahr über an, weil der ist einfach so massiv und mit dem fühle ich mich richtig wohl. Das genaue Modell von dem weiß ich jetzt nicht auswendig, aber ich werde daheim nachschauen und wenn ich es finde, dann blende ich euch unten jetzt gleich nochmal ein. Wie das heißt, wie gesagt, der ist von Lowa, den habe ich jetzt seit ca. 2 Jahren regelmäßig an und mit dem bin ich hochzufrieden. Dieser Schuh, da steigt meine und den muss man nicht eingehen, weil früher war er so, Wanderschuh muss man mal eingehen, ja, also bei dem nicht. Der steigt seine und der fühlt sich von der ersten Minute an wohl. Ja. Da drunter habe ich selber gestrickte Wollsocken, einfach so dicke Wollsocken. Das pfeift oder? Dann habe ich da drüber Gamaschen. Gamaschen, das sind die Gaiters von Tasmanian Tiger. Die habe ich jetzt auch seit 2 Jahren im Einsatz. Die leisten immer gute Dienste. Die habe ich sowieso meistens im Rucksack mit, wenn man es einfach einmal durch Dornen oder was geht oder durch irgendein Gebüsch, ja. Das ist Cordura-Material, das ist äußerst robust, ja. Man schwitzt ein bisschen drunter, muss man dazu sagen, man schwitzt ein bisschen drunter, aber ist jetzt nicht die Tragik. Ja, kann ich auch absolut empfehlen,
die Gamaschen von Tasmanian Tiger, die sind wirklich klasse. Ja, die Hosen, das ist die Clog hier Operator Combat Pant. Wahnsinnig gut, wahnsinnig gut. Habe ich auch noch relativ frisch, aber ich habe schon absolut lieb gewonnen. Und ich habe mir schon eine zweite bestellt. Die muss ich mir gleich sichern. Ja, viele Taschen, Wahnsinnsverarbeitung, alles Top-Qualität wirklich. Also bis zum Hosenbund, alles da, alles verstärkt wirklich. Wahnsinn. Clog hier Operator Combat Pant. Und da drunter einfach eine lange Unterhosen, so eine Skiwäsche halt vom Skifahren, so eine Skiunterhosen. Und bei den Temperaturen da heraus, wir haben 0 Grad jetzt, überhaupt gar kein Thema. Ja, hier oben einmal ganz außen als Wetterschutz, Carinthia MIG 3.0. Die Winterjacken schlechthin, heuer erste Saison im Einsatz. Aber nicht nur da im Wald, sondern auch in meiner Freizeit. Ja, es ist eh urban tauglich, würde ich mal sagen. Absoluter Wahnsinn, mega warm. Wasser abweisen, wirklich kein Problem. Ich bin noch nicht im Regen gegangen. Es hat die ganze Zeit Regen bei uns. Kein Thema. Da drunter. So ein Helicontex Army Fleecejacke. Genau, Helicontex Army Fleece Jacket. Die heißt einfach nur so. Ja, gibt es auch verschiedene Formen, ich habe mir es halt in schwarz genommen, kann man auch neutral anziehen, ist absolut warm, absoluter Wahnsinn. Viel zu warm eigentlich für heute, ja. Für die Temperaturen, kurzes T-Shirt und die MIG reicht vollkommen aus. Ja, und da drunter habe ich einfach ein kurzes T-Shirt, ja, also von Helicontex. Helicontex habe ich jetzt ein bisschen in meinen Kleiderschrank einfließen lassen, bin einfach sehr zufrieden. Helicontex macht wirklich gute Sachen, Rucksack genauso, aber Kleidung, muss ich sagen, absolut top. Und eine Wollmütze, schwarz, selber gestrickt, nicht von mir, hat meine Freundin gemacht natürlich, also was nicht, aber doch, die habe ich auch schon seit 3-4 Jahren im Einsatz, die ist immer im Rucksack, Sommer wie Winter. Die, weil du weißt es echt nie und einfach als Backup habe ich immer im Rucksack. Da ganz in der Nähe, man müsste es sehen auf der Kamera, da fangen gerade die Holzarbeiten wieder an. Ja, Mittagspause ist bei denen auch vorbei. Ja, ich habe wieder abgebaut, Rucksack ist gepackt. Dann habe ich da noch ein bisschen an Schnee auf den Stein draufgelegt, wo mein Hobo gestanden ist. Ja, da ist noch die letzte Asche nicht rausgefallen. Also das ist jetzt sicher gelöscht. Und somit kann ich auch ruhigen Gewissens diesen Platz wieder verlassen. Alles dann, wir sind somit am Ende meiner heutigen Tour. Ich habe jetzt noch gut eine Stunde vor mir, bis ich wieder zu Hause bin. Und ja, die werde ich jetzt noch genießen. Die Zeit da draußen ist halt einfach traumhaft. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mir. Und da ist mir aber gar nichts dabei zum Lernen, gar nichts Survival-mäßiges, ja. Eher was für die Gear-Junkies, ja, für die Bushcrafter, aber passt eh, das kann ruhig einmal so sein. Und in dem Sinne, tschüss, pfiat euch, baba, bis zum nächsten Mal. Ah ja, und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss.